Herzlichen Glückschrumpf. Willkommen zurück. Die Insel wartet. Und ich starte. Ja, Leute. Wie ihr wahrscheinlich in den Kommentaren gelesen habt, Dom hat krasse Fehler gemacht. Und zwar habe ich gesehen, dass ich ein Mutton. Dass ich, ich habe Diamanten übersehen. Das geht doch mal eigentlich gar nicht, oder? Die alte Eule-Omme hat Diamanten übersehen. Oh Mann, ey, was mache ich da nur für einen Mist? Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Kram loswerden. Das, was ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht brauche, kommt mal raus. Dann mache ich mir noch ein Brot draus. Ich mache mal hier so eine kleine Müllkiste draus. Ja, ich weiß, ich habe gerade angefangen, alles hübsch zu sortieren. Ist egal. Ich will die Dinger haben, endlich. Melonensied, genau. Melonensied. Kann man die eigentlich so direkt nebeneinander? Suchen die sich da was? Ich hau das einfach mal da rein. Ist auch noch ein bisschen... Jupp. Das war's schon. Mehr nicht. Okay. Da habe ich noch zwei normale Bögen. Die mache ich mir mal zusammen. Das ist schon mal gut. Zwei davon. Ja, richtig viel Essen habe ich leider nicht, ne? Ist jetzt erstmal wurscht. Ich will diese Diamanten holen. Das ist wichtig. Die Diamanten sind wichtig. So ein blöder Deckel rum. Erstmal weg damit. So, Stickies. Eisen 15. Jetzt mache ich mir erstmal nochmal Werkzeug. So, einmal, zweimal, ich habe noch zwei Schwerter, Shovel und so ein Kram habe ich auch noch. Gut, jetzt lege ich erstmal das hier und das hier nochmal weg. Ich nehme hier nochmal ein paar Fackeln mit, da wollen wir nicht lange Fackeln mit. Und Stickies können weg. Und ich mache mir noch eine Scheibe Brot. Die nehme ich mir auch noch mit. Das kommt weg. Und jetzt gehe ich erstmal runter. Das hier kann auch nochmal weg. Und den Rest gucke ich mir später an. Ganz ehrlich, ich will jetzt erstmal nach den Dias gucken. Ich habe mir ungefähr den Weg gemerkt. Vielen lieben Dank, Stefan von Let's Survive. Ich habe gesehen, dass du ein bisschen Probleme hattest, auf jeden Fall bei 7 Days. Das tut mir richtig leid für dich. Ich verstehe das auch, wie frustrierend das sein kann. Das ist wahrscheinlich minder frustrierend, dass ich durch die Gegend laufe und nichts finde. Immer nur Steppe, Wüste. Wüste, Steppe, zwei Häuser, kein Loot, nix. Ah, da läuft einer. Oder ist da jemand gelaufen? Und, nee, aber hier oben ist irgendwas, ja. Und, ich sehe auf jeden Fall mit Freude, dass du auf jeden Fall bei der Insel weitermachst. Nicht bei der Insel, bei Minecraft. Sorry. Nicht die Insel, ist jetzt Minecraft. Jo. Hier in der Ecke. Stefan, du bist der allererste, der die große Minecraft-Insel-Medaille von mir kriegt. Endlich mal was zum Buddeln. Oh shit. Das ist natürlich weniger gut. Ja, hier wird's gehen jetzt, ne? Wollen wir mal gucken, wie wir das Zeug hier freikriegen. Schöne, leckere Diamanten. Wenn wir trotzdem noch mal ein bisschen ausleuchten. Hier nicht, dass ich da von hier nur noch eine gesammelt krieg. Oh, das war... mutig. Das ist mutig gewesen, so. Ich glaube einfach, dass das nicht mehr werden. Das große Problem ist einfach hier drunter der. Boah, das... Boah, das krieg ich Bammel. Achievement! Achievement! Geil! Oh, ich hab so Schiss, dass da jetzt...
mal, da ist der auf der 5. Ach, da ist überall Diamanten. Das ist so geil. Und wie viele gleich? Wie viel gleich? Ach, ich hoffe nur, dass ich hier nicht falsch abbaue. Darunter ist keiner mehr, guck. Jetzt will ich erstmal gucken. Das sieht gut aus. Ich will mir mal das mal gleich nebendran holen. So. Darunter ist ja noch einer. Boah. Wahnsinn. Stopp, dich brauche ich noch. Komm her. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Wie kommen wir da am besten dran? Dass ich möglichst alle krieg. Das ist auch frei. Das ist sehr gut. So, die muss ich mir alle freistellen, die Dinger. Ja, Weltklasse. Wo dahinter war. Warum waren da eigentlich dahinter Lava? Ja, also wir können auf jeden Fall den hier schon mal abbauen. Und den hier auch. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 5 Stück schon. Ja. Den haben wir auch. Jetzt wird es mir fast ein bisschen mulmig schon. So, da waren keine mehr. Da ist jetzt auch Ende. Und da auch, genau. Genau. Da ist jetzt Schluss. Da ist Schluss. Dann machen wir das aber so, dass wir hier zumachen. Und dann dürfte das kein Problem sein, die abzubauen. Jawohl. 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 Jawohl, jawohl, jawohl. Ilse Bilse. Haha. Da haben wir Diamanten. Nur dem Stefan sein Dank. Voll. Cool. Ah, wie schön. Endlich. Und da gehe ich mir gleich eine schöne Spitzhacke machen. Das auf jeden Fall. Und ein Hut, der steht mir gut. 10 Stück. Wahnsinn, was eine geile Sache hier. Ob's, ja, viel mehr wird's hier nicht geben, oder? Glaub nicht. Das wäre zu viel des Guten. Würde ich aber lachen, ey. Da würde ich echt lachen. Nee, ich glaube, das langt. Wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Aber die Höhe, was hatten wir denn? Knurrst du mich an, du Schwein. Zombie. Was hatten wir denn für eine Höhe nochmal? Wir haben hier... Warte mal, ich muss gucken. Was ist denn die Höhe hier? Ach, hier ist so vieles. Ui. Zu doof, kann ich die Höhe nicht mehr sehen. 12, da ist die Höhe. Guck mal, da ist die Höhe. 12. Und die waren aber tiefer noch. Die waren hier unten, ne? Mal merken hier. 10. Gut. Ah, da sieht man ja meine CPU und so einen Krempel. Wobei der auf 4,4 nochmal getaktet ist. Der Hund. Gut, machen wir den Scheiß hier aus. So. Hier muss ich mal eine Stütze reinmachen. Dann kommt man ein bisschen hoch. Sehr gut. Ach, super. Super. Ah. So. Das ist die gute Frage. Ich, ja. Hier ist doch auch irgendwo so ein Lava-Geblubber.
Wo ist das? Hier drunter? Wo es Lava-Geblubber ist, ist ja auch in der Regel. Redstone. Und wo es Redstone ist, ist ja auch in der Regel. Diamanten. Diamanten. Ja, ihr Lieben. Also ich habe die Kommentare ganz fleißig... Ui. Boah. Riesenhöhle. Riesenhöhle. Geil. Jackpot. Ich habe die Kommentare schön fleißig gelesen von euch. Vielen lieben Dank. Da war ja wieder richtig viel dabei. Richtig viele haben geantwortet hier. Also haben mir, die haben nicht richtig geantwortet, weil die wissen es ja sowieso besser wie ich. Die haben dann so schöne Sachen geschrieben wie, hey Omme, mach mal den Bogen so und so. Und wenn du den Amboss machst so und so und die Pfeile, genau. Vielen lieben Dank dafür. Das werde ich natürlich hier gleich noch mal ein bisschen in die Tat umsetzen. Jetzt aber erst mal. Genau. Ich will jetzt erst mal gucken, dass ich hier ordentlich runterkomme. Ist ja auch eine Riesenhöhle. Wollte ich doch gleich noch mal gucken. Genau. No. Aber es blubbert als noch, gell? Ja. Gleich habe ich ja noch ein bisschen Diamantenglück. Nur gucken, dass ich hier nicht, ein Stück zu tief buddel. Und dann in der Lava drin stehe. Jetzt höre ich keine mehr, ne? Oh. Flintstones braucht man auch für die Pfeile, habe ich gelesen. Kann man eigentlich Flintstones noch aus anderen Sachen machen? Oder braucht man hier unbedingt dieses... Muss man dieses Gravel immer platt hauen? Na, da oben war sonst nichts weiter. Gut. Ich glaube, in der Höhle haben wir kein Diamantenglück. Oder wir müssen einfach noch ein bisschen länger buddeln. Schön Schacht. Mit Schmacht den Schacht. Ah, gut. So. Ein bisschen Obsidian abbauen. Ich habe nämlich Holz dabei. Ich kann mir eine Werkbank machen. Ja, das wäre doch was. Ich gucke gerade auf die Uhr, weil es geht gleich wieder hoch. Was haben wir für eine Höhe hier? 11. Schön. Schöne Höhle. Höhle, Höhle. Ich liebe diese Höhle. Oh. Das ist ja das Geile an der Insel. Man braucht kein Boot. Man muss nicht weg. Man muss einfach nur tief genug runterkommen. Und natürlich überleben. Wie zum Beispiel... Der Mr. Zombie. Irgendwo hier in der Nähe. Vor mir, hinter mir, in mir. Warte mal, machen wir noch ein Licht hier rein. Guck mal, da ist schon mal Redstone wieder. Ist doch gut. Ein gutes Zeichen.
Wobei ich ein bisschen Schiss habe hier. Aber ein bisschen Schiss. Ja, wie gesagt, die Pfeile und alles. Ist auch wieder kaputt. Gucken wir erstmal so Redstone von der Decke. So. Gut 5 Minuten. Für diese Folge. Und ich komme. Oh, schön raus. Irgendwas ist da vorne noch. Keine Fackeln mehr, ne? Könnten wir aber nochmal welche machen. Ui, schön. Sichern wir es mal ab. Weil es besser ist. Könnte mal ausgehen, da hinten noch der Kram. So, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben. Das Eisen klopfe ich mir nochmal raus und dann werde ich erstmal hochgehen. Und meinen letzten Schatz ein bisschen . Es blubbert hier noch, das hält mich irgendwie noch. Hello. Wenn ich mich nicht irre, müsste es eigentlich hier noch weitergehen, ne? Von der Höhe und allem ist das eigentlich perfekt. Guck mal, hier drüben geht es noch weiter. Ich erstmal das hier ausmachen. Das ist mir lieber. Sonst gibt es nämlich Ärger mit der Nachbarin. Wow, guck mal da. Was ein Riesending hier. Ja, was ein Riesending hier. Hahaha. Heute haben wir eine richtig schöne Diamantenhütte gefunden. Nur gucken, dass ich hier wieder rauskomme, später. Ja, das ist nämlich wichtig, erstmal ausleuchten. Sonst gibt's Asche mit der Nachbarin. So, das machen wir mal aus da hinten. Und da drüben ist auch, genau. Da stellen wir uns nochmal die Fackeln hin und ich glaube, heute gönnen wir uns mal fast eine Überlänge. So, zack, zack. Das geht nämlich alles noch weiter. Überall Diamanten. Ah, die lasse ich mir schmecken. Das ist auch Gold noch, guck mal. Richtig schöne Erzader. Guck doch dahin. Guck doch dahin. Was eine Folge heute. So. Das ist zwar nicht viel, aber das gönne ich mir. Und das Gold nehmen wir auch mit. So. Ich glaube, ich sollte hier auf jeden Fall später nochmal weiter buddeln. Bin fast der Meinung, dass es noch irgendwas geben könnte hier unten. Hopp. Und hopp. Und hopp. Gut. Komm her. Ich nehme mal mit. Jetzt muss ich mal kicken erstmal, wo es lang geht hier. Ging hier raus. Genau. Ich höre nämlich hier hinten noch ein bisschen blubbern. Hier ist noch ein Ready. Ein Karl Freddy. Das nehmen wir doch alles noch mit. Jetzt haben wir 20 Minuten rum. Jetzt schmeiß ich euch raus. Ich schmeiß euch raus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oben wieder. Macht's gut bis dahin, ihr lieben Leute. Danke fürs Zusehen. Tschüss.